Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde on the road. Heute mal mit Kamera. Ab und zu machen wir es ja ohne und heute machen wir es mal mit. Denn wir sind wieder unterwegs auf der Original-SCS-Karte. Aber mit der Hacker Edition von der Bavarian Style Skin Paket von Marco G60 aus dem Steam Workshop. Habe ich ja schon mal vorgestellt. Und wir müssen jetzt nach München fahren. Wir haben hier, was haben wir gerade? Jetzt muss ich übrigens auch Mirko braun. Wassermüllung gelungen ist, 10 Tonnen. 10 Tonnen sind ja nichts. Das ist ja nichts für so einen LKW. Muss man sagen. Wir haben übrigens 580 PS unter der Mühle. Und das Spannende wird ja jetzt eigentlich nicht die Fahrt an sich mit der Kiste. Nein, ich muss das bloß mal ganz kurz umstellen. Das Spannende wird natürlich das Einpacken, denn wir müssen so eure Goodies. Und eure Goodies ist eigentlich schon, also meines Erachtens, eine Hausnummer. Vor allen Dingen mit so einer Kiste hier. Falls jemand den Skin braucht, ich habe es ja schon mal vorgestellt, könnt ihr euch, ich werde es nochmal unten verlinken, dann könnt ihr euch dementsprechend das nochmal downloaden, ganz klar. Aber nur, dass ihr mal gesehen habt, das ist meine Bude, hä? Wahnsinn. So, wir fahren rechts weg. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen heute. Schauen wir mal. Vielleicht mal kurz zur Entstehung dieses Skins. Ich habe mir das Marco G60, er ist Italiener. Ich habe es mir, wir haben ein bisschen geschrieben und so gesagt, das wäre mal geil, wenn es mal so einen coolen bavarischen Skin machen würde. Das würde mich tierisch freuen, ich voll Bock drauf. Vielleicht kriegt das hin. Und hat er tatsächlich gemacht. Also da vielen Dank nochmal. Ich weiß gar nicht, ob er Deutsch kann. Wir haben es auf Englisch geschrieben, aber hat dann auch soweit auch funktioniert mit der Kommunikation. Denn mein Englisch ist ja nicht die Yellow from the Dosenöffner, richtig. Aber hat geklappt, hat funktioniert, hat sich hingesetzt, hat gesagt, hier komm, mache ich, überhaupt gar kein Problem. Und hat auch im Steam Workshop hochgeladen, das Ganze. Fand ich mega, mega cool. So, wo müssen wir jetzt erstmal hin? Erstmal hier rechts. Wir haben übrigens eine Höhe von 4,20 Meter. Man mag es kaum glauben. Normal in Deutschland ist erlaubt was? Richtig. 4 Meter. Oh, hoppala, ich glaube, ich muss da raus. Jetzt haben wir fast frisch gekommen. Gut, zifik. Nicht richtig. Ja, schaut so aus. Uiuiui. Ist geil, weil da steht nicht einmal München drauf. Da steht München, aber ich muss jetzt hier runter. Auch kurios, oder? Das ist die A73. Da muss ich erstmal einen tierischen Umweg fahren hier. Warum? Weil SCS das nicht hingekriegt hat. Das ist mir irgendwie ein Rätsel. Weil er da die. Wir müssen jetzt hier komplett einen Bogen fahren zur A9. Ich hätte gedacht, die 73 geht nochmal runter. Und ich meine, die geht zur A9 nochmal runter und dann ist da nochmal ein Autobahnkreuz, oder? Und dann kommt ja das Autobahnkreuz mit der A6 und. Nee, war das nicht? Und die A6 und A9. Ich glaube, so war es doch. Ich weiß nicht, warum SCS das nicht einfach weitergebaut hat. Das ist mir irgendwie ein Rätsel. Aber okay, lass uns mal so im Raum stehen. Egal. Ja, wie schon gesagt, ich habe ihn angeschaut und gesagt, komm hier, mach mal so einen geilen Bavarian Edition Skin. Also, klar, mach da. Er setzt sich hin und bastelt gleich mal wie ein Verrückter. Hat er auch gemacht. Und rausgekommen ist halt diese Hackabschuhe. Ich habe jetzt gar nicht gesagt, dass er Hackabschuhe macht. Ich habe einfach gesagt, hey, du mach mal. Und dann hat er gesagt, jetzt mach ich mal. Und das hat auch soweit erstmal hingehauen. Ich habe nicht gewusst, dass Hackabschuhe ist. Ich habe mich eigentlich gefragt. Also im Nachhinein passt das so. Jeder Songkenner, Natur, Augustiner, ich persönlich trinke natürlich Augustiner Bier, aber es ist ja schon im Hackab, schmeckt auch. Gleich mal so, ne? Gleich mal weg. Hätte auch, was ist das hier machen können? Oettinger. Das war kein bayerisches Bier. Oettinger? Nee, ist kein bayerisches Bier, gell? Egal. Er hat es gemacht und ich fand es einfach mega geil. Ich habe mich gefreut über diesen Skin hier, vor allen Dingen oben, auch sogar auf dem Dach hier, mit diesen blau-weiß Wappengedöns und so. Wo muss ich überhaupt hin? Ah, da passt. Uiuiui. Und da muss man dann jetzt erstmal die A9. Da ist mich fast verfahren vor lauter Quatschen. Und naja. Ich habe übrigens die Skin-Vorstellung auf, wer es nicht gesehen hat, auf Bayerisch gemacht. Ich verlinke euch das, also das nochmal, das Videolink zum Skin und dann zum LKW mit diesem Adder nochmal mit dazu, falls jemand das dann braucht, ne? Ganz klar. Genau, und ich habe halt auf Bayerisch gemacht, weil ich gesagt habe, das gehört halt einmal so, dass man das einmal macht, dass man das ganze Klump und Grafe auf Bayerisch zockt. Ja, gehört einmal dazu. Das habe ich auch gemacht. Aber dann reicht es auch wieder mit dem Bayerisch, denn am Schluss heißt, wie der Kai immer so schön sagt, kein Spanisch, bitte. Genau. Jetzt geben wir mal Gas hier.
Ich freue mich auf alle Fälle schon auf die komplette Erweiterung von STS mit der 1,50. Da ist ja dann rein Ruhrgebiet mit dabei. Also es kommt der komplette Ruhrpott, dürfen wir ja nicht sagen. Ist ja so eigentlich nicht erlaubt. Ruhrpott darf man nicht sagen, denn sondern rein Ruhrgebiet. So soll man es nennen. Und ja, deshalb machen wir das auch so. Da freue ich mich schon, wenn das komplett überarbeitet ist. Das muss so geil sein. Das muss so mega rüberkommen dann am Schluss. Wenn das dann alles überarbeitet ist mit den Städten und alles, was dazu gehört, das muss riesengroß sein. Ganz wichtig, wo ich gesagt habe, mega geil, die A3, also die A3 von Frankfurt nach Köln, die gibt es jetzt aktuell noch nicht. Und die kommt dann. Alter, da freue ich mich wie ein Schnitzel, ey, ohne Scheiß. Da gehe ich ab wie Schmitz Katze, wächst mir schon wieder ein drittes Ei, wenn ich dran denke. Coole Sache. Genau, und nichtsdestotrotz nehmen wir das erstmal so hin, wie wir es aktuell haben. Aber die 1,50, glaube ich, steht in den Startlöchern. So lange wird das nicht mehr dauern. Und dann können wir dann dementsprechend hier dann so weiter düsen. Aber schon eine geile Kiste, oder? Das Ganze ist von Eugene und halt dann das ganze Addon-Gedöns ist dann hier mit am Start hier noch. Ne? Wie schon gesagt, ich packe euch das in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das runterladen, falls ihr mal genau dieses Paket dann hier möchte. Geil, Hackabschor-Skin und norwegisches Kennzeichen. Egal, just for fun. Hinten haben wir Finishes, ne? Ja, genau. International. Hackabschor ist international on the road. Wir haben auch ein Außenlager in Skandinavien. Quatsch, natürlich nicht. Egal, war bloß hier, ne? Einfach so, just for fun. Schnell, 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 wie es halt immer so ist im Leben, ne? Wir haben doch keine Zeit. Schnell, 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 ihr wisst ja, wie es immer ist. Aber gefällt mir, ich find's geil, sieht cool aus und passt. München wird ja auch noch irgendwann überarbeitet von Seiten CSS, das dauert aber noch ein bisschen. Da haben wir aber schon ein paar Sachen gesehen in der Base. Was jetzt natürlich für mich interessant wird, mit so einer Kiste bei Euro Goodies rückwärts an die Rampe zu fahren, das wird ein absolutes Tuhu-Wabuhu. Das wisst ihr ja selber, wie groß der Platz ist und mit so einer kriege ich wahrscheinlich nie rein. Da werde ich irgendwie, keine Ahnung, alles kaputt fahren, was es noch kaputt zu fahren geht. Weil der ist schon, eine Länge, ne? Normalerweise ist er jetzt hier, wo der Dolly ist, unten dran. Da ist er dann eigentlich schon fast Schluss. Ich sag mal so, da wo meine Hinterachse ist, ist er eigentlich dann die Vorderachse vom LKW. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter vor, wo der Staukasten ist. Und das Vordere ist er dann eigentlich on top viel zu viel. Also weiß ich noch gar nicht, ob ich überhaupt da raufkomme auf den ganzen Hof. Und wenn da viele Auflieger stehen, dann sowieso nicht. Also das müssen wir uns jetzt dann einfach mal anschauen. Aber ich habe mir gesagt, Bockwurst. Wir machen einfach, wir fahren einfach, wir rocken einfach und lassen uns einfach überraschen. Jetzt sind wir gleich in München. Dort nämlich ab hier vorne wird es dann gleich wieder Oldschool-Style. Jetzt sind wir wieder im alten Gebiet. Wenn wir dann in München reinfahren dann. Aber ich fand es einfach mega. M-Design, Truck-Styling. Danke nochmal für die geile Arbeit. So, jetzt rocken wir hier mal rein. Und dann schauen wir mal, ob wir die Scheißdreck kriegen. Und sonst, was ist eigentlich? Dann stell die Kisten einfach draußen hin, können sie den Scheißdreck selber blumen. Was hat er gesagt? Der Brauner. Also, wir fahren jetzt dann nach München rein und dann schauen wir mal. Also, da geht es geradeaus weiter. Zu viel auf dem Mausrad geklickt. So. Scania von Eugene. Bin ich mega. Nach wie vor mit dem ganzen Klimbim hier Zeug, ne? Mega geil. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das noch nicht habt oder so. Einfach mal nutzen. War nämlich mit diesem Äther und das sieht einfach geil aus. Macht mir mega viel Spaß. Richtig, richtig coole Sache. Ja, da werde ich mir den LKW so mal ein bisschen zusammenschrauben. Und dann mit dem LKW dann so mal ein bisschen auf Bavarian Style on the Road gehen. Coole Sache, freut mich. Was ich eigentlich sehr schade finde, und da müsste der STS vielleicht mal ein bisschen nachlegen, das wäre, was wäre das? Richtig, Bier fahren. Es gibt keine alkoholischen Getränke, die wir hin und her dümpeln müssen. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte gerne mal bayerisches Bier auf Malle gefahren, auf der EU Road Net Map. Finde ich ein bisschen schade. Wäre mal ganz cool gewesen, aber es ist halt, wie es ist. Man kann nicht alles haben im Leben, aber für mich gehört die Schuhe dazu. Da ist ja wegen der Bier umeinander vor. Aber, ja, man kann halt nicht alles haben. Ja, keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Vielleicht kommt irgendwann nochmal so in der Richtung Sinne ein Bier-Add-on raus von Seiten des STS. Natürlich nicht, sowas wird es nicht geben, muss man gleich untersagen. Wir haben auch junge Spieler da und Alkohol ist keine Lösung, meine Damen und Herren, ne? Ganz wichtig. Ja. Ich meine, bei uns in Bayern läuft der Hase ein bisschen anders.
Na, ich will es ja nicht übertreiben. Bei uns läuft es auch ganz normal. Vielleicht ein bisschen überspitzt, übertrieben. So, jetzt schauen wir mal, ob wir bei Eurogut jetzt reinkommen mit der Bude hier. Hier haben wir jetzt Führerhäuslein rein und schauen wir mal. War nicht hier schon beim Ausholen, du musst richtig weit ausholen, ne? Auch wenn du Dolly fährst, das ist schon gar nicht so ohne hier. So, jetzt haben wir noch eine Kreuzung und dann. Ich habe bloß 10 Tonnen geladen, aber diese 580 PS, die ziehen nicht so, wie ich gern hätte. Weiß nicht, ob es an der Länge liegt oder so, keine Ahnung, aber irgendwie ist es nicht so das Gelbe vom Ei hier. Oh, Scheiße mit der Scheiße. So eine Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. So, wir fahren jetzt auf Level auf die linke Spur. Wir machen uns Platz. Jetzt schauen wir nochmal. Oh, stehen hier schon zwei Auflieger. Eieieiei. Jetzt schauen wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird es ganz interessant, weil. Oh, ich hab's geahnt. Jetzt pass auf. Das heißt, hier vorne, wo die. Da kommst du nie rein, nie im Leben. Wie willst du denn du hier reinkommen mit so einer Bude? Nicht mal, wenn ich wollte, komme ich hier rein. Ist gar nicht möglich. Mal guck doch mal hier. Ich müsste jetzt hier rumfahren. Ich kann ja nicht mal einen Wendler machen. Ja, ich mache mal von der Außenkamera. Müsste jetzt hier ganz ranfahren. Müsste einmal so fahren. Und ich kann ja nicht mal komplett umdrehen hier. Dass ich sage, weil hinten steppt mir jetzt wahrscheinlich. Nee, der Aufflieger passt noch. Ich fahre mal ein bisschen gerade. So. Oder? Geht es doch? Nee. Warte mal, ich versuche mal. I will do my best. My best will I do. Oder wie auch immer. Ja. Ich mal von den Kamera. Okay, es geht sowieso in die Hose. Problem wie ein Ochse. Das ist fast so wie Wechselburg gefahren. Aber nur fast. Was heißt das? Richtig, es geht in die Hose. Den Scheiß. Ich sehe echt einen Scheiß, ich sehe gar nichts. Vor allem mit Spiegel fahren und gut, vielleicht ab und zu mal hier noch rausgucken oder so. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Wo bin ich denn hier? Da oben siehst du gar nichts. Kamera? Ach du Scheiße. Satz mit, das war wohl nichts. Wir versuchen den mal reinzudrehen im Rahmen unserer Möglichkeiten. So, jetzt ziehen wir mal hier mit. Hier und dann. Guck mal, der obere Spiegel. Da sehe ich irgendwas, was ich gar nicht sehen will. Oh, bin ich jetzt. Hey. Du, Chef, hallo hier, Maike. Habe ein Problem mit der LKW. Mach Boom. Stand kannst du auf die Kiste gar nicht drehen. Ne? Ich versuche mal mit der Außenkamera. Mal gucken, vielleicht klappt es da ja ein bisschen besser. Das ist echt gar nicht so ohne Durch. Ich hätte gedacht, hier. Aber irgendwie. Ich drehe es jetzt mal von der Seite. Ich probiere mal, was von der Seite reinkommt. Also vor allem mit der Außenkamera. Aber einfach ist das nicht, du. Das hätte ich mir besser vorgestellt. Problem ist, wenn der Dolly. Wenn du da nicht richtig mitlenkst, dann bist du da wieder am Sack. Ein Hoch auf mein Lenkradknauf hier. Der hilft mir schon enorm hier beim Kurbeln, das sag ich euch. Weil du drüber bist, bist du drüber. Na, warte mal, ich muss mal ein ganzes Stück nach vorne fahren. Jetzt mach ich mal was. Jetzt zwiebel ich mir den ein bisschen nach vorne. Jetzt bin ich stehen geblieben. Nee, da gibt's nicht rein. Ja, da hätte ich viel weiter vorfahren müssen. Ah, fast. Wir fahren da hinten rein und dann. Das ist auch noch eine Idee. Ne, da komme ich gar nicht rein. Also ich stehe fast gerade nur falsch. Ja. Im Rausch der Sonne ist bald schon. Ja, ihr seht, das wird heute nichts mehr. Da werde ich wahrscheinlich noch 3 Stunden kurbeln. Das will ich euch aber ein bisschen ersparen, meine Damen und Herren. Der hier Pflichtunterhaltung. Ich werde mich jetzt hier einfach wie sporadisch hinstellen. Und dann werde ich das dann überspringen, einfach ganz normal. Weißt du schon, das wird nicht mehr hier. Da müsste ich ja nochmal 5-mal zurückfahren hier. Warte mal, ich mach mal anders. Nee, komm, wir probieren es nochmal. Fenster nochmal probieren. Pass auf, Fenster.
So. Auch für die Innenkamera. Keine Chance. Bin ich morgen noch unterwegs. Oh, jetzt habe ich zu stark eingelenkt. Oder? Nee, das war viel zu stark. Das muss ich noch rauslegen. Oh, 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 oh. Viel zu stark ausgelegt. Nein, vergiss es. No way. Wisst ihr was, ihr könnt mal Schuf blasen. So, hat geklappt, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr dabei wart. Ich schaff's nicht. Kein Scheiß, jetzt, ich krieg's jetzt nicht hin. Das gibt doch gar nicht, ey. Das gibt doch nicht. Kann doch nicht sein, ey. Probier's nochmal. Ein bisschen mit Gefühl, ne? Das ist fast wie bei Wechselbrücken fahren. Alles ein bisschen mit Gefühl und dann wird's schon, oder? Weißt du mal, leichte Lenkbewegungen, heißt's immer, ne? Gefühlvoll. Wie zu Hause bei der Mutti. Gefühle. Die Frauen brauchen Gefühle. Mein Dolly braucht auch Gefühle, sonst dreht er sich nämlich nicht richtig. Jetzt komme ich wieder viel zu weit raus. Ja, ich kann schon wieder am Strahl kotzen. Ich war noch mal ein Stück weiter vor. Noch nicht sein, ja. Scheiße mit der Scheiße. Ohne Scheiße. Gibt's doch gar nicht, ey. Ich hab mich so angestrengt. Nicht klappt, nicht. Ist doch scheiße mit der Scheiße. Das muss ich echt langsam machen, ne? Jetzt muss ich mal schauen, dass ich wieder gerade krieg. Weil komme ich zu schief? Geht's in die Hose. Scheiße, 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 scheiße. Komm, 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 komm. Ich muss noch ein bisschen schief, ich muss noch ein bisschen schief. Es war wieder zu viel gerade. Ja, es war wieder zu viel gerade. Ich hab's gewusst. Weil das Problem ist, du musst da genau rein, weil du kannst hier vorne nicht wenden oder so. Das geht gar nicht. Du musst in den Trailer genau da rein. Das heißt, wenn ich jetzt nach vorne fahre, habe ich keine Möglichkeit, irgendwie die Kiste irgendwie nochmal zu drehen oder so. So, blub. Ich meine, wenn ich jetzt hier nach vorne fahre, ab hier quasi, dann fahre ich zwar nach vorne. Ich probiere mal, aber das wird echt schwierig. Ganz so. Kurz umdenken, so fahren. Nee, ich muss anders umdenken. Ich muss doch mal hier ein bisschen umdenken. Genau, so umdenken. So. Es muss ja eigentlich nur der Auflieger in dieser Bucht rein, nicht der LKW an sich. Das kriegst du gar nicht hin hier, ne? Aber ich hätte doch noch die Möglichkeit, warte mal, weil ich jetzt so schief bin. Wenn ich ihn jetzt gerade ziehe. Und jetzt gerade ziehen. Seht ihr das? Das ist eine Kupplerei hier, ja. Da kriegst du eine Macke. Ich sage ein Hoch auf den Lenkradknauf, den ich mir aus dem 3D-Drucker rausgelassen habe. Ansonsten. Hier, ist der verloren, ja. Oh, stopp, das war zu viel. Ein Stück nach vorne. Weil nur das mit dem Lenkrad nur so drehen, so schnell. Kannst du vergessen, krieg ich gar nicht hin. Verkehr drum. Vielleicht reicht's ja, vielleicht reicht's ja. Ja, tatsächlich reicht, hier ist grün. Jawohl, ich hab's geschafft. Meine Hütchen sind grün. Ich bin nicht drüber gefahren, aber Bock was. Meine Damen und Herren, ich hab's ja nicht geschafft. Holla die Waldfee. Nach gefühlten 4 Minuten Einpack, Dingsbums. Geschafft, ist geschafft. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr gerne einen Daumen da lassen. Ich verlinke euch den ganzen Schmodder hier nochmal gerne, wenn ihr wollt. Und dann wünsche ich euch wie immer knitterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.